Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest. In diesem Jahr ist vieles anders, aber der Grund, warum wir Ostern feiern, bleibt davon unberührt. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Gott hat den Tod überwunden und das Leben siegen lassen. Heute feiern wir das Fest des Lebens. In diesen Tagen beweist die Menschheit, dass das Leben ihr höchstes Gut ist. Es überwältigt mich, was wir im Moment erleben. Die gesamte Weltbevölkerung hat sich verbündet für das Leben. Wann ist das jemals geschehen? Überall auf der Erde haben Menschen ihren Alltag grundlegend verändert. Für das Leben. Die Menschheit hat sich entschieden. Wohlstand ist nicht das höchste Gut. Wir sind bereit, die Wirtschaft einzuschränken. Wir nehmen sogar ihr Schrumpfen in Kauf, wenn wir dadurch das Leben bewahren können. Wer hätte das gedacht? Nachdem es so lange schien, als würden wir dem Wachstum und dem Wohlstand alles unterordnen. Die Menschheit hat sich auch entschieden, Spaß und Unterhaltung sind nicht der Sinn des Lebens. Sportereignisse sind abgesagt. Wir verzichten aufs Shoppen. Das gesamte Kulturleben ist heruntergefahren. Online schaffen wir Ersatz, soweit es eben geht. Aber wir nehmen Einsamkeit und Langeweile in Kauf für das Leben. Das Wichtigste ist das Leben. Das ist auch die Botschaft des Osterfestes. Worum geht es an Ostern? Einer meiner Erstklässler sagte einmal im Rallye-Unterricht: Ich glaube, da ist irgend so ein Hase geboren. Andere ergänzten: An Ostern ist Jesus geboren. Und schließlich einigten sich die Schüler darauf, dass an Ostern der Osterhase Eier versteckt. Dem Pfarrer standen spätestens jetzt alle, aber auch wirklich alle Haare zu Berge. Hatte er doch mit viel Liebe und noch mehr Geduld vor 3 Monaten die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und dann das. An Ostern ist Jesus geboren und der Hase hoppelt lustig über die Wiese. Ganz anders waren die Kenntnisse von Philipp. Philipp war ein kleiner Junge mit Down-Syndrom, der in seiner Klasse immer ein bisschen gehänselt wurde. In der Osterzeit schickte die Lehrerin die Kinder nach draußen. Jedes Kind bekam einen kleinen Behälter, der wie ein Ei geformt war. Und die Aufgabe war, draußen irgendetwas zu suchen und in diesen kleinen Container zu packen. Was zu Ostern, zum neuen Leben im Frühling. Die Kinder strömten nach draußen, auch Philipp. Nach einiger Zeit kehrten sie zurück und stellten stolz ihre kleinen Behälter auf den Tisch der Lehrerin. Eine nach dem anderen öffnete sie und zeigte der Klasse, was drinnen war. Es gab Blumen, Blätter, einen Schmetterling. Die Klasse kommentierte alles mit lauten A's und O's. Da wurde ein kleiner Behälter geöffnet. Leer. Nichts drin. Gar nichts. Das ist nicht fair, riefen die anderen Kinder. Einer hat seine Aufgabe nicht erfüllt. Das ist meiner, sagte Philipp. Oh nein, stöhnten die anderen. Typisch Philipp, du kannst aber auch nichts richtig machen. Nein, sagte Philipp,
Das stimmt nicht. Ich habe es so gemacht. Es war doch leer. Das Grab war leer. Von da an hörten die Kinder auf, Philipp zu ärgern. Ein paar Wochen später wurde er krank. Philipp starb an einer Infektion, die andere Kinder wahrscheinlich überlebt hätten. Er nicht. Zur Beerdigung kamen alle Kinder der Klasse. Statt Blumen brachte jedes einen kleinen, eiförmigen Behälter mit. Einen leeren, kleinen, eiförmigen Behälter. Das war Philipps Osterpredigt. Er hat es verstanden. Was ist Ostern? Das Grab war leer. Der ans Kreuz Genagelte lebt. Jesus ist auferstanden. Darum feiern wir heute. Worauf hoffen wir? Worauf hoffen wir, wenn wir heute Ostern feiern? Und wie weit reicht unsere Hoffnung? Es ist ein großer Unterschied, ob wir auf etwas oder auf jemanden hoffen. Auf etwas hoffen? Hoffen wir auf einen schönen Frühling? Auf eine Gehaltserhöhung? Hoffen wir darauf, dass diese Corona-Pandemie möglichst bald vorüber sein wird? Hoffen wir auf einen Neuanfang in unserer Ehe, auf ein Kind, darauf, dass es gut wird mit unseren Kindern oder doch besser? Hoffen wir auf Erfolg, Zuneigung, auf Sicherheit? Manchmal geht es in unseren Hoffnungen um Leben und Tod. Dann hoffen wir, dass es nicht Krebs ist, nicht Demenz, nicht Parkinson, nicht Corona. Das Problem ist, dass es irgendwann irgendetwas davon doch ist. Das Problem ist, dass unsere Hoffnung ganz gewiss irgendwann enttäuscht wird. Dann lassen wir die Hoffnungen schrumpfen. Noch einmal ein Frühjahr erleben, eine Zeit ohne Schmerzen, ein Fest in der Familie. Kleine Hoffnungen, wenn die großen nicht mehr erfüllt werden. Denn dieses Leben erfüllt unsere großen Hoffnungen immer nur vielleicht und dann bedingt und stets nur auf Zeit. Auf jemanden hoffen, der den Tod besiegt hat, sagt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, das ist das Entscheidende. Es ist die Nagelprobe unseres Glaubens. Hoffen wir nur in diesem Leben auf Christus, dann sind wir, so sagt es Paulus drastisch, die elendsten unter allen Menschen. Wieso das, Paulus? Frage ich. Ist es denn so schlecht, immerhin in diesem Leben auf Christus zu hoffen? Und tun wir das nicht tagtäglich und belagern ihn mit unseren Bitten? Er möge uns segnen und heilen und stärken und behüten und trösten und erfreuen und gleich unsere Kinder und unsere Ehepartner und unsere Freunde mit dazu? Jetzt und hier, in diesem Leben? Nein, sagt Paulus, das ist schon in Ordnung. Ihr müsst nur wissen, dieses Leben erfüllt unsere großen Hoffnungen immer nur vielleicht und dann bedingt. Und stets nur auf Zeit. Und ist der Horizont eures Glaubens so klein, dann seid ihr tatsächlich die elendsten unter allen Menschen. Dann wird nämlich das eigentliche Problem nicht gelöst.
Und das eigentliche Problem lernen wir kennen, wenn ein kleiner Junge wie Philipp von einer Infektion dahingerafft wird. Paulus sagt, wenn das Problem nicht eine österliche Lösung bekommt, ach, dann lasst es doch lieber. Dann ist alles vergeblich. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles umsonst. Wozu tue ich mir dann all das an, fragt sich Paulus. Wozu jage ich durch die Welt, klebe Plakate, mache mich lächerlich für Jesus, investiere all meine Zeit für die Mission, kriege dauernd Ärger, mühe mich um Menschen? Wozu? Wenn es nichts zu hoffen gibt, ach, dann lasst uns lieber essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Denn irgendwann ist es der Herzinfarkt, Altersschwäche, Alzheimer. Und dann ist es sowieso vorbei. Wozu also die ganze Plackerei? Paulus denkt radikal. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles vergeblich. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, sagt Paulus. Er lebt. Das ist Ostern. Das feiern wir heute. Jesus zu Ehren, uns zur Freude. Der Herr ist auferstanden. Er lebt und wir sollen auch leben. Wenn er aber auferstanden ist, ist nichts mehr vergeblich. Dann sind wir nicht die Elendsten unter allen Menschen. Dann ist nichts umsonst. Dann ist auch all unsere Mühe nicht vergeblich. Paulus will eins deutlich machen. Jesus und Ostern ist mehr als das Ostern eines glücklich Entronnenen. Es geht an Ostern nicht um den privaten Sieg des Mannes aus Nazareth. Den könnten wir ihm gönnen. Wir könnten ihn auch bewundern und verehren. Aber unsere Lage würde um keinen Deut besser. Aber Ostern ist nicht der private Sieg des gekreuzigten Jesus. Ostern ist ein Sieg, der mich an den Domino-Effekt erinnert. Manche Dominospieler bauen ganze Parkanlagen aus Dominosteinen auf, mit Brücken und Loops und Kurven und großen Blumengärten und Sportarenen, alles aus Dominosteinen. Und der Trick besteht darin, den ersten Stein anzustoßen. Und dann fallen alle der Reihe nach um. Aber eben nicht chaotisch, sondern ein Stein nach dem anderen. Warum? Weil der erste Stein den Anstoß gab. Darum fallen nun auch alle anderen. Genauso ist es mit Jesus. Er ist, so sagt es Paulus, der Erstling unter den Entschlafenen. Der erste Dominostein. Weil er auferstanden ist, kommen wir alle hinterher. Ostern ist also noch gar nicht zu Ende. Es macht nur mal eine Pause. Ostern ist erst zu Ende, wenn wir in der großen Osterparade hinter Jesus herziehen. Ich stelle mir das gern ganz plastisch vor. Da plaudern Petrus und Paulus munter miteinander. Davor sehe ich laut singend die vielen Kinder, die Opfer von Gewalt und Krieg wurden. Mutter Teresa geht da irgendwo, kaum zu sehen, weil sie fast verschwindet in der Schar der Ärmsten der Armen, die erhobenen Hauptes in der großen Parade mitmarschieren. Hinter ihnen die Märtyrer, die sich ihre Geschichten erzählen, die aus Rom und die aus China und aus dem Gulag Stalins. Davor Luther, der Zwingli noch einmal die Abendmahlslehre erklärt. Bodelschwing und Wichern schieben ein paar Rollstühle vor sich her. Leer natürlich.
nur so aus Nostalgie, denn die Gelähmten machen gerade Anbetungspurzelbäume. Und dann gehen da die vielen namenlosen Christen aus aller Herren Länder. Und sie erkennen sich sofort, weil sie alle eines verbindet. Sie gehören zu Jesus, dem Osterkönig. Johann Sebastian Bach übt mit Michael Jackson schon mal das neue Osteroratorium ein. Evangelische und Katholische wandern Arm in Arm plaudernd auf dem Weg entlang. Die arme Witwe, die mit den 2 Pfennigen in der Kollekte, wird von 4 frommen Königen den ganzen Weg getragen. Philipp ist mit dabei. Und vielleicht hält er ein kleines leeres Plastikei in der Hand. Und irgendwo mittendrin wird es uns geben, werden wir auch mitziehen, hinter Jesus her, dem wir jetzt im Leben folgen, ohne ihn zu sehen. Und dann werden wir ihm aus dem Tod heraus folgen und werden ihn sehen. Irgendwo wird ein Platz für uns sein. Das ist Ostern. Der Herr ist auferstanden, er lebt. Und wir sollen auch leben. Weil der Erstling durch ist, kommen die, die zu ihm gehören, alle hinterher. Martin Luther hat das einmal als das Herzstück seines Glaubens bezeichnet, dass er ganz unverdient wird dabei sein dürfen. Ostern, das heißt, der Herr ist auferstanden. Und nun setzt Paulus im 1. Korintherbrief noch eins drauf. Weil Jesus auferstanden ist, muss seine Majestät der Tod abdanken. Das ist der letzte Akt im österlichen Drama. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Erst wenn seine Majestät der Tod abdankt, erst dann ist Ostern vollendet. Erst dann wird Jesus zum Vater gehen und ihm alles übergeben und wird sagen, Vater, alles soll dir gehören. Und wie ich das so einschätze, wird einer dem anderen wieder alle Ehre überlassen. Der Vater dem Sohn und der Sohn dem Vater und der Heilige Geist wird jede Menge Arbeit haben zwischen den beiden. Aber das wird das letzte Kapitel sein. Der echte Showdown, wie im Kino, wenn am Ende der Held auf den schlimmsten Schurken trifft. Spiel mir das Lied vom Tod, wird es dann zum letzten Mal heißen. Und für den Tod wird es kein Happy End geben. Ich musste an dieser Stelle an eine Familie denken, deren Sohn mit 21 Jahren schwer an Krebs erkrankte. Seit 1,5 Jahren kämpft er gegen den Krebs. Die Aussichten zu überleben waren von Anfang an sehr schlecht. Jesus hat diese Familie durch diese Zeit offenkundig hindurchgetragen. Er hat ihnen Mut und Kraft gegeben für Chemotherapien, für Operationen. Er hat sie Rückschläge ertragen lassen. Heute sagen sie, unser Sohn lebt schon länger, als die Ärzte vorhergesagt haben. Gott sei Dank. Dem Tod ein Schnippchen geschlagen, etwas Land abgekauft. Vielleicht wird er es schaffen, vielleicht nicht. Wer am Grab eines jungen Menschen stand, wer weinenden Eltern in die Augen sah, wer sich klar macht, wie viel Zukunft da vernichtet wird, wie bösartig der Tod Menschen auseinanderreißt, der weiß, worum es an Ostern geht. Der Tod stößt uns in die Verhältnislosigkeit. Er beendet jede Beziehung, reißt auseinander,
und macht kaputt. Er tut in allem das genaue Gegenteil von dem, was Jesus tut. Ostern ist erst am Ende, wenn der Tod am Ende ist. Es ist ein Showdown, dessen Ende schon in einem kleinen Friedhofsgarten bei einem leeren Grab vor 2000 Jahren beschlossen wurde. Da wurde entschieden, wer siegt. Philipp weiß es, das Grab ist leer. Der Tod hat sich an Jesus verschluckt. Noch kann er grausam zuschlagen, aber seine Tage sind gezählt. Seine Niederlage steht fest. Am Ende ziehen wir mit Jesus in der Parade des Siegers. Auch die lieben Menschen, um die wir trauern. Das ist Ostern. Der Herr ist auferstanden. Er lebt und wir sollen auch leben. Das ist die Wahrheit und unsere Hoffnung.